Grüß Gott, ich will einen Müllhaul machen. Ich glaube, das Video wird ein bisschen länger werden. Denn die liebe Shay ist ein bisschen ausgerastet beim Sale. Wir hatten nämlich auf die Sets, also die Duftsets, diese günstigen, 50%. Da bin ich ein bisschen ausgerastet. Und bei Sense den Abverkauf gab es. Und erst wollte ich mir nichts kaufen und dann ist mir aber so viel eingefallen, was ich doch noch probieren könnte. Und ja, dazu aber gleich. Als allererstes, da fliegt man gleich alles runter. Ganz kurz nur, ich habe mir ganz viele Wattepads gekauft. Ich weiß, das ist nicht so interessant, aber ich will sie auch trotzdem zeigen. Auch die habe ich mir gekauft, weil jetzt gibt es Sensitive, das sind meine Einwegwaschlappen. Die kennt ihr eh, große Wattepads, meine Einwegrasierer und die nochmal. Nur ganz kurz, so damit ihr wisst, dass ich mir das halt auch gekauft habe. Da wollte ich jetzt nicht ganz nah drauf eingehen, weil das nervt euch ja sowieso. Ich versuche gerade da eine Tüte hochzuholen. Ja, das kann was werden. Also, fangen wir mal an. Also, ich habe mir von der Eigenmarke diese Farbschutztücher noch mitgenommen. Bin mir nicht sicher, ob ich die im Haul-Video herzeigen wollte, aber egal. Hatte ich, glaube ich, noch nie von unserer Eigenmarke. Dann habe ich mir, da bin ich auch ein bisschen durchdreht, viermal mein Trockenshampoo gekauft. Wieder mal. Aber ich habe fast keine Backups mehr. Und meine Ausrede, sie waren in Aktion. Und das gibt es nun beim Müller. Also 1, 2, 3, 4. Ich habe mir nur das gekauft, also nur das Sweet, weil das mag ich am allerliebsten, wie ihr eh schon wisst. So, dann habe ich mir zweimal die Terranturi-Zahncreme gekauft. Irgendwie war das ein bisschen, ich weiß nicht, ich habe mir gedacht, ich bin in Urlaub und ich kann mir dann so viel nicht kaufen. Irgendwie war das voll dämlich, aber ja, ich habe mir gleich zwei davon gekauft, weil ich glaube, ich habe kein Backup mehr als Zahncreme. Und deswegen, die mochte ich ja mal so gern und deswegen habe ich mir gedacht, okay, ich kaufe sie mir nochmal nach. Ich habe ihr irgendwann einmal gesagt, dass ich sie mir nachkaufen werde. Und jetzt rede ich langsamer, weil sonst werde ich zu schnell. Ich kann ja dann versuchen, die ganzen Preise runterzuschreiben, aber ich glaube, da würde ich bis morgen dran sitzen. Aber schauen wir mal, ob ich das hinbekomme. Ich habe mir dreimal diese Kakao und Milch Dusch-In-Lotion gekauft. Ja, ich bin bekloppt. Aber die gibt es ja dann nicht mehr. Ich habe gesehen bei Müller, sie geht raus, jetzt wo ich mich dran gewöhnt habe. Und ja, ich habe sie mir für den Winter gekauft. Das wird dann meine Winter-In-Dusch-Lotion. Ich bin mir nicht sicher, ob ich vielleicht mir noch wo Backups kaufe, weil jetzt habe ich eh drei und ja, mal schauen. Ich habe hier ein paar technische Schwierigkeiten. Ich will euch das unbedingt zeigen. Ich habe von Essence Abverkauf so viel gekauft. Ich bin so irre. Ich muss unbedingt meine Nagellacke ausmisten, weil ich habe mir so viele Nagellacke gekauft. Ich habe mir einmal den von dieser Secret Stories, das war so ein Samtmuster, We All Have Secrets 04 gekauft, weil das mich so an Pretty Little Liars erinnert hat. Ich weiß, ich bin bescheuert. Dann habe ich mir noch die Farbe hier genommen. 02 I Love Secrets. Sieht so aus. Und die Farbe, Internet geht mir aber ab. Ich glaube, die habe ich woanders noch. Und dann die Farbe 03, Do You Like My Secret? So sieht der aus. Der ist so richtig herbstlastig. Ganz kurz nur dazwischen schon, aus einer Limited Edition habe ich mir aus der Cubanita den Nagellack hier gekauft, weil ich habe den ausprobiert und habe mich verliebt und habe den gleich gekauft. Ich sehe auch so eine Farbe nicht, also ist ja nicht so schlimm. Dann bin ich ausgerastet beim Puder-Einkauf. Ja, keine Ahnung wieso, ich habe noch so viele, aber ich habe mir dieses Camouflage 2 in 1 zweimal gekauft, in der Farbe 20. Nur bei uns war so viel untouched schon, dass man da nicht mehr wirklich viel nehmen hat können. Weil ich auch irgendwie zu geizig bin, mir irgendwie ein MAC-Puder zu kaufen. Ich weiß nicht wieso, weil eigentlich mag ich die Marke MAC und ich habe auch noch eins von MAC. Aber in letzter Zeit bin ich zu geizig, Scheißzonen, mir eins von MAC zu kaufen. Und die haben nur noch 95 Cent gekostet. Also, ja. Ich weiß, ich bin ein bisschen ausgerastet, aber ich habe mir noch zwei Puder gekauft. Das war dieses Get Picture Ready und ich habe gerade gesehen, dass da irgendein Koffer, oder auch nicht, schaut das nur so aus oder ist da reingedatscht? Bin mir nicht sicher, ob da jemand reingedatscht hat. So sieht es aus. Und ich finde, es schaut von der Farbe her sehr interessant aus, weil ich möchte gerne wissen, wie das dann wirkt. Das ist Pore Refining Puder und ich freue mich schon darauf, das zu benutzen. Irgendwann mal, in 100 Jahren.
Weil ich habe noch drei an mir gekauft. Ich weiß, ich bin irre, aber ich habe in letzter Zeit so einen Puderverschleiß und deswegen habe ich mir gedacht, kauf einfach von Essenz, weil die sind um 95 Cent reduziert. Sagt bitte nichts. Ich habe mir diese Color Correcting Puder gekauft. Alles nur in der Farbe, na zweimal die Farbe 10. Sieht so aus. Ich hoffe, ich tätsch da nicht rein. Zweimal die Farbe 10. Das hat mir so gut gefallen. Ich wollte das unbedingt haben, wie es rausgekommen ist. Habe sie mir aber dann nicht gekauft, weil ich mir gedacht habe, du hast noch so viel und ja. Und dann habe ich mir noch die 20 gekauft. Die wäre dann für den Sommer. Sieht so aus. Ich fand das so cool. Und ja, ich bin bescheuert. Sagt nichts dazu. Ja. Weil ich ja so beim Puder ausgeartet bin. Ich muss mich verteidigen. Die Sachen haben nur noch 95 Cent kostet. Ich glaube, jeder hätte da zugriffen, wenn die nur noch 95 Cent kosten, oder? Sagt's mir ja. Bitte sagt's mir ja. Ich habe mir dann auch noch dieses Schnelltrocknerspray viermal gekauft. Eins habe ich schon in Benutzung. Das ging ja auch raus, was ich eh nicht verstehen kann, aber muss man ja nicht verstehen. Dann die beiden können mit dem anderen. Ich habe mir eine Maske gekauft. Zauberzarte Einhornmaske, was man aber eher auch als Tagespflege verwenden kann. Zumindest meine Mom macht so. Ich habe sie noch nicht benutzt. Also mal schauen. Dann habe ich mir einen Lip Liner gekauft. Den hätte ich mir nicht kaufen sollen. Das war von Astor einer. Ich musste ein bisschen versuchen, mit Feuerzeug anzufackeln. Ich finde das Geräusch aber irgendwie so lustig. ja. Weil der ist relativ hart von der Mine her. Den kann ich auch gar nicht genau zeigen, weil das bringt irgendwie nicht viel. Ich mag die Drehbahn von Astor viel, viel lieber, aber ich fand die Farbe schön. Da haben wir es wieder. Fangen wir mit den Nagellacken an, weil es hat kein Ende. Es hat kein Ende, Leute. Ich habe mir einen Grauton noch mitgenommen, der noch reduziert war von Essence, weil ihr wisst, Grau und ich sind, ja. Dann ein Gelbton. Ich habe auch noch andere Farben mitgenommen, die jetzt sich aber meine Mama aussucht. Die bei uns hier im Stock zieht aus und sie machen so viel Lärm, was mein Hund natürlich wieder mal aufregt. Ignorieren wir das. Ich habe noch einen Nagellack, das ist so ein Menthol. Ich hoffe, das passt mir überhaupt. Ja, mal schauen. Aber den wollte ich haben, wie er neu reinkommen ist und deswegen, weil er reduziert war. Ihr wisst ja, wie das Spiel läuft. Dann habe ich noch einen von diesen Secret-Nagellacken. 01, can you keep my secret? Und das ist die Farbe, die ich sowieso von Anfang an haben wollte. Und deswegen bin ich froh, dass ich diesmal gewartet habe. Noch zwei Essenz-Sachen. Eine war noch reduziert. Die sieht so aus. Wollte ich auch schon von Anfang an haben, wie die im Sortiment kommen ist. Und dann habe ich mir noch aus einer Limited Edition, weil da ein Kätzchen drauf war, den Nagellack hier gekauft. Und ich finde die Farbe voll schön. Das ist so ein richtig... Die haben nämlich so Glitzerdinger drin und ich fand das irgendwie cool. Ich habe den auch ausprobiert in der Arbeit und deswegen... Muss ich mir den gleich nehmen. Und nur so viel dazu. Beim neuen Sortiment von Essence werde ich mir nichts kaufen, weil ich jetzt eben so viel beim Reduzierten gekauft habe. Deswegen werde ich es jetzt persönlich so machen. Ich kaufe mir nur noch die Sachen, die mich interessieren, wenn sie dann im Sale sind. Das finde ich irgendwie besser, weil dann zahlt man nur 95 Cent für ein Ding, was man eh haben wollte und das geht sowieso wieder raus. Also... Weil bei den Lipgloss, bei diesem BB Lipgloss, habe ich ja eh in dem letzten, in der letzten Sortimentsumstellung euch erzählt, da habe ich mich so geärgert, dass ich die um den regulären Preis gekauft habe. Und deswegen habe ich mir gedacht, ich kaufe bei Essence die ganze Zeit nichts, außer wenn der Sale ist, weil dann kann ich mir die Sachen aussuchen, die dann günstiger sind. Ihr habt ja gesehen, wie ich ausgerastet bin, aber ja. Aber jetzt brauche ich mittlerweile nichts mehr kaufen. Ist doch schön, oder? Ich habe mir mit meinem Geburtstagsgutschein von Müller, jetzt habe ich es richtig ausgesprochen, beim Kaufhalten hatte ich ein paar, nein, beim Aufgebrauchsvideo hatte ich ein paar Probleme. Das ist dieses Correct and Blur Concentrate. So sieht das aus. Das war scheiß teuer. Aber ich habe es mir halt mit dem Gutschein gekauft, weil ich mir dachte, okay, dann kann man es noch verschmerzen. Ich hoffe, sie reduzieren es. Weil dann kaufe ich mir es auf jeden Fall auch, weil ich glaube, das geht komplett aus dem Sortiment. Da habe ich so oft schon eine Probe gehabt von dem und ich hatte das auch schon mal auf einer Schulung geschenkt bekommen. Habt ihr auch sicher schon mal in einem Aufgebraucht-Video gesehen. Und ich liebe es. Und ich finde es kacke, dass es rausgeht. Dann habe ich mir eine Lidschattenpalette gekauft. Ich wollte die unbedingt haben. Unbedingt. Es gab drei Stück die ganze Zeit. Dann habe ich gesehen, das ist nur noch zwei da. Dann habe ich gesehen, das ist nur noch eins da. Dann habe ich gesagt, vergiss es, kauf es einfach.
Ja, ich finde die so, so schön, die Palette. Ich musste die haben. Ich musste die wirklich unbedingt haben. Da steht dann auch Limited Edition drauf. Außerdem hat mein Freund ja meine andere geschrottet. Deswegen habe ich mir gedacht, kaufst du dir die? Das war jetzt die urgeile Ausrede, oder? Ich nehme kurz die Folie daraus. So sehen die Farben aus. Das sind so richtige Pastelltöne. Aber da ist ein Grün dabei, ein Blau dabei, ein Orange dabei. Und ich finde das so, so schön. Deswegen muss ich die haben. Und ich werde auch einen Blogpost über die Palette machen. Irgendwann mal, wenn mein Blog wieder geht. Wir sind noch nicht fertig, falls ihr das jetzt gedacht habt. Es gab ja die minus 50% auf Geschenksets und ja. Die Larif-Düfte riechen ja so wie die teuren Düfte. Zum Beispiel dieser Larif In riecht wie der Armani C. Deswegen habe ich mir gedacht, okay, kaufst du dir den? Ich glaube, den habe ich auch meiner Mom gekauft. Der sieht so aus. Da ist auch das Deo dabei. Ich lege das mal kurz daneben hin. Dann habe ich mir, ich glaube, das riecht so wie Black Opium, aber ich bin mir nicht sicher, ich empfinde es halt so. Ich glaube, den habe ich auch meiner Mom mitgebracht, weil sie gesagt hat, sie findet der Richtung gut. Das ist Larif Touch of Woman und der sieht so aus. Jetzt ist er umgedreht, sehr schlau, also er sieht so aus. Ich finde, der riecht genauso wie Black Opium. Aber ich kann es mir auch einbilden. Noch eins, ich weiß, ich habe so wenig Düfte, aber egal. Larif Queen of Life. Muss ich dazu noch was sagen? Ich glaube nicht, oder? Der riecht so wie Lavierbell. Und ich wollte den haben schon für Herbst. Mal gucken, ob ich dann dazu komme, den aufzubrauchen im Herbst. Ich finde es auch gut, dass es dazu die Deos gibt. Das finde ich wirklich gut. Weil ich finde das eine urgute Idee, wenn man dazu mal die Deos gibt, anstatt immer ein Duschgel oder so. Okay. Damit ich nicht so viel rumrasche, habe ich jetzt alles auf meinen Schoß geschmissen. Das war jetzt nicht so einfach. Fangen wir mit den Reinigungstüchern an, weil da bin ich auch ein bisschen durchdreht. Da gab es nämlich, glaube ich, Prozente drauf. Ich glaube, da gab es Prozente, wenn man die gekauft hat. Ich habe mir einmal wieder die, also zweimal, die dreimal insgesamt diese blaue, hellblaue, die Kiese gekauft. Ich habe noch eine gefunden. Was sagt uns das? Tja, und viermal die pinke, weil die riecht ja nach Honigmelone. Die gehen mir komischerweise immer aus. Immer. Deswegen habe ich mir gedacht, ich bunker sie. Ja, ich bin selber enttäuscht von mir. Redet es lieber, sagt es lieber nicht dazu. Ich bin selber sehr enttäuscht, weil das Video wird ziemlich lang und ich glaube, so viel habe ich schon lange nicht mehr gekauft. Ja, auch aus der Cubanita LE habe ich mir das Banana Baking, Moment mal, Cubanita Baking and Banana Powder Make-up drin. So. So sieht das aus. Ich fand das Design so süß wegen der Banane da oben. Ja, ich habe mich ein bisschen geärgert, weil ich gesehen habe, dass im Sortiment, also im Standardsortiment kommt ein gepresstes Bananenpuder raus. Ich finde zwar gebackenes, also so, na warte mal, loses Puder besser. Aber ja, ich habe mich trotzdem ein bisschen geärgert. Ich habe auch lange überlegt, mir das zu kaufen. Wo ich mich auch noch sehr, sehr ärgere, ist, dass ich mir den Highlighter nicht genommen habe. Weil der hat ja nach Kokos, glaube ich, gerochen. Da ärgere ich mich wirklich drüber, dass ich mir den nicht gekauft habe. Aber ja, ich habe noch zwei Sachen. Und dann haben wir es geschafft. Ich kann es gar nicht fassen. Ich bin so glücklich, dass ich das dann alles wegräumen kann, weil sonst drehe ich noch durch. Ja. Ich habe mir ein Original Source, so, keine Ahnung, hier. So, heißt das? Das ist das blaue Ingwer-Duschgel. Das geht auch aus dem Sortiment. Und ich wollte das schon immer haben, weil ich fand, das riecht so gut. Ich glaube, das ist bei vielen DMs auch in der Herrenabteilung eigentlich. Aber ich fand, das riecht sowas von gut. Ich mag den Duft irgendwie. Ich kann es nicht erklären, warum, aber irgendwie mag ich den Duft. Ich habe mir jetzt kein Backup davon gekauft. Ich habe mir jetzt nur eines gekauft, weil ich will das mal probieren, wie das ist. Ich hatte von dieser Marke bis jetzt nur zweimal ein kleines Duschgel und nie ein großes. Weil es gab mal eine Sorte, die wollte ich mir unbedingt kaufen und dann war sie aus. Deswegen habe ich mir gedacht, ich kaufe das jetzt, damit ich nicht jammern muss. Mein letztes Produkt, was ich noch mir gekauft habe, ist das Duschpeeling Mandarine Weißer Tee. Und das finde ich richtig urgut. Es gibt nämlich eins von Aveo mit, es ist pink und irgendwas mit Blüten. Und das hatte ich mal und ich finde, das stinkt. Das habe ich auch irgendwann einmal aufgebraucht. Aber das riecht echt angenehm. Zart, nicht so übertrieben blumig, kitschig, sondern wirklich gut. Ich bin in letzter Zeit so grüner oder weißer Tee-Fanatiker. Das riecht so geil.
kann die ganze Zeit dran riechen. Das werde ich mir auch jetzt aktuell in die Badewanne stellen. Das will ich unbedingt bald benutzen, weil ich will unbedingt wissen, wie das ist. Weil Aveo-Peelings mochte ich früher. Könnt ihr euch noch an dieses Kirschblüte erinnern? Das war mein absoluter Favorite. Und vielleicht ist das der Nachfolger. Vielleicht. Mal schauen. Wir haben es geschafft. Ich kann es gar nicht glauben. Oh Gott, Leute. Wir haben es geschafft. Ich will gar nicht wissen, was ihr zu dem Haul-Video sagt. Aber ich weiß, dass ihr Haul-Videos mögt und... Ich bin selber über mich ein bisschen schockiert, weil der ganze Korb ist voll und daneben stehen noch die Sets. Ich bin schockiert. Ich werde versuchen, die Preise in die Infobox zu schreiben. Ich kann es euch nicht versprechen, ich versuche es. Also habt ein bisschen Geduld. Ich habe eh jetzt Urlaub, aber ich kann es nicht versprechen, dass ich es schaffe. Und ja, ich hoffe, euch hat das Video trotzdem gefallen und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bye!